Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Im heutigen Video geht es um den Titan Charioteer, ein Panzer, den es eigentlich bereits im Forschungsbaum gibt, aber durch das Titan dann doch extremst anders geworden ist. Mit extremst anders ist das auch tatsächlich wortwörtlich gemeint. Er sieht nicht nur anders aus, er spielt sich auch komplett anders. Und damit wir uns einen Panzervergleich angeben können, habe ich mal eine Liste erstellt mit ähnlichen Panzern, besonders vor allem Jagdpanzer, die einen Turm besitzen, so wie es der Charioteer tut. Und dementsprechend habe ich jetzt hier im Panzervergleich die Jagdpanzer entfernt, die keinen Turm besitzen. Das allererste, was wir hier sehen, ist nämlich die DPM-Schaden pro Minute, die erstmal minimal schlechter abschneidet mit der Forschungsbaum-Version und abgesehen von dem Waffenträger auch mit allen anderen im Grunde genommen schlechter abschneidet. Auch die Durchschlagkehr ist tatsächlich etwas niedriger, wobei man sagen muss, gerade bei dem Forschungsbaum-Charioteer besitzt er eine ABCR und der Titan wiederum eine AP. Und eine AP mit 42 mm ist insgesamt viel angenehmer zu spielen und viel flexibler als eine ABCR mit 245 mm Durchschlag. Und damit würde ich einen Punkt in Titan geben. Auch der Alpha hier ist mit 10 Schaden minimal höher bei dem Titanen. Dafür ist jedoch die Nachladezeit um 0,4 Sekunden erhöht worden. Und der allergrößte Unterschied ist, glaube ich, die Granatenfluggeschwindigkeit bzw. Benutzungsgeschwindigkeit. Hier haben wir nämlich eine ABCR mit 1500 Metern fast, die unfassbar schnell ist. Und auf dem Titan wiederum nur 900 Meter. Auf der AP, das unfassbar langsam ist. Was die Kanone angeht, sehen wir hier auch einen klaren Unterschied. Der Titan hat die bessere Einzielzeit, während das in der Forschungsbaum die bessere Streuung hat. Jedoch ist aber hier anzumerken, die Softstats, die sind auf dem Forschungsbaumpanzer viel besser mit 0,16 als 0,2. 0,2 ist eine heftige Nummer. Das sind die Sekundenanzahl, beziehungsweise wie man es in World of Tanks kennt, die Softstats, die einfach nicht in den Statistiken von Wargaming angezählt werden, wie lange man tatsächlich einaimt im Falle, wenn man sich bewegt, wenn man den Turm dreht oder allgemein den Panzer dreht. Was die Gunnerbrushen angeht, haben wir hier auf beiden gleich minus 10 Grad Gunnerbrushen und plus 12 Grad. Nun, die Gun Evaluation, also wie weit die Kanne nach oben geht, mit 12 ist halt etwas niedrig, aber ist egal. Wir haben 10 Grad Gunnerbrushen, also 10 Grad geht die Kanone nach unten und das ist schon mal unfassbar nice. Aber der Schwenkbereich ist natürlich bei beiden auf 180 Grad, also sie können den Turm drehen so oft wie sie wollen. Die Geschwindigkeit wiederum geht der Punkt an die Forschungsbaumversion mit 2 km/h mehr vorwärts als auch 4 km/h mehr rückwärts. Und der größte Punkt ist nochmal, dass der Forschungsbaumversion viel schneller auf diese 48 km/h kommt als der Titan durch die bessere Motorleistung, durch das Leistungsgewicht, durch die besseren PS pro Tonne. Jedoch ist wiederum die Wandriegeschwindigkeit beim Titan besser. Aber warum schneidet denn der Titan jetzt bei der Beweglichkeit schlechter ab und ist tatsächlich auch schwerer als die Forschungsbaumversion? Und dafür müssen wir uns die Panzerung angucken. Denn die Panzerung ist tatsächlich absolut anders und nicht das, was man normalerweise erwarten würde. Denn die Frontpanzerung, sehen wir hier schon, ist unfassbar stark eigentlich. Es sind ja die Unterunterwanne, die tatsächlich kein Pen ist, also wenn man hier dort unten die Unterwanne trifft, bounce man tatsächlich komplett weg. Das Gleiche gilt auch für die Oberwanne, jedoch hat man hier auch wirklich viele Weakspots, die man treffen sollte. Aber man kann definitiv erwarten, dass hier Schüsse bouncen. Wir sind ja gerade mit 240 mm auf der AP unterwegs, eine ungefähre durchschnittliche Pen, die man auf Stufe 8 hat. Und auch die Kanonenblende ist tatsächlich komplett rot, als auch das Turmdach, das komplett angewinkelt ist. Aber warum ist er denn so schwer? Und da kommt nämlich der Punkt dazu. Das Ding hat nicht nur Titan im Namen, weil es lustig ist, denn es hat auch die Titanenfunktion, wenn man das so nennen kann. So wie der Titan hat auch dieser Panzer sogenannte Spaced Armor, also Schottpanzerung, die man durch ein Verbrauchsmaterial aktiviert, die rausgeschossen kommen, die sich anwinkeln und dementsprechend eine bessere Panzerung für eine gewisse kurze Zeit geben. Und da kommen wir zum Punkt, der nun mal unfassbar krass ist. Denn die Oberwanne ist tatsächlich komplett geschützt von dieser Spaced Armor und bei der kommt man auch nicht durch, außer man sollte
mehr als 300 mm Durchschlag haben. Jedoch muss man auch dort aufpassen. Eine Heat bleibt zumindest auf der Oberwanne gerne auch mal hängen am Turm. Dadurch, dass nur eine Platte ist, kommt man auch mit der Heat easy durch. Aber für alle anderen, die kein Jagdpanzer-Symbol haben, ist die Oberwanne in diesem Fall komplett tabu. Der Turm auch links, rechts, unfassbar große Packen, teilweise auch genauso unfassbar große Weakspots auf dem Turm, wo man bouncen kann, aber auch wiederum durchkommen kann. Die Seitenpanzerung nun, wie erwartet man es, die ist natürlich komplett Butter. Aber nicht so sehr Butter, dass man mit der durchschnittlichen HI durchkommt. Man muss schon eine überdurchschnittliche HI haben mit ungefähr 80 mm, dass man da zumindest seitlich oben ein paar Stellen hat, wo man durchkommen kann. Mit der zusätzlichen Panzerung reingehen, macht das zwar auch nicht so viel Unterschied, aber wenn sich das Ding einmal anwinkelt, ist das ein unfassbares Monster. Wir haben hier tatsächlich unten die kompletten Ketten mit Spaced Armor geschützt und es sieht nicht nur rot aus, es ist tatsächlich auch rot, egal wo man dorthin schießt, man prallt definitiv ab. Es gibt hier zwar diesen einen kleinen Schlitz durch die zwei verschiedenen Spaced Armor Platten, da kann man durchschießen, aber viel Glück dahin erstmal zu treffen. Also wenn man gerade auf Touch unterwegs ist, viele spielen mit dem Auto-Aim, kann man da gerade beim Rausfahren, wenn man das Ding anmacht, echt extremst viele Schüsse bouncen. Und das ist nämlich der große Unterschied, warum dieser Panzer bei anderen Punkten wiederum etwas schlechter abschneidet als die Forschungsbaumversion. Nun, wir haben also einen Jagdpanzer auf wortwörtlichen Steroiden, der teils gepanzert sein kann, wiederum aber auch nicht gepanzert sein kann. Man muss dazu auch klar sagen, der Panzer ist eigentlich nicht gedacht für den Frontline-Kampf. Man muss nämlich aufpassen, man hat nur 1100 Hitpoints und die gehen schneller weg, als man gucken kann. Jedoch aber auch wiederum durch das Verbrauchsmaterial, durch Adrenalin, durch die Hash, die man hat, durch diesen Schadenpotenzial, den man hat, kann man hier einiges rausholen, wenn es denn wirklich sein muss. Aber wie gesagt, man darf den Panzer normalerweise nicht allein spielen. Spielt den, wenn dann immer im Zug oder mit einem Teammate und spielt einfach gemeinsam. Das ist definitiv kein Panzer, der für den Frontline gedacht ist. Nun, ein starker Jagdpanzer, der irgendwie doch nicht so sehr ein Jagdpanzer ist. Man kann mit ihm campen, man kann mit ihm, wenn es muss, in Frontline gehen. Aber irgendwie hat er bei keiner Situation so die unfassbar stärkste Phase. Denn die unfassbar stärkste Phase kommt nämlich mit der sogenannten Hash dazu. Die Hash, die unfassbar langsam fliegt nebenbei und dadurch auch viele Schüsse daneben geschossen hat, kann man tatsächlich, wenn man leicht gepanzerte Ziele oder gerade Heavies auch seitlich sieht, unfassbar viel Schaden anrichten, aber wiederum muss man auch aufpassen, denn dieser Panzer hat nun mal einfach keine Goldmunition oder keine Goldmunition, meine ich mit einer Heat oder ABC eher, die mehr Durchschlag hat als die Standardmunition, wo man sagen kann, ey, da steht ein Tiger 2 vor mir, egal, ich krieg auf die 2 und penn den. Nee, das ist bei diesem Panzer eben nicht der Fall. Da darf man in den wenigsten Fällen, gerade bei Jagdpanzern, irgendwie Halldown rumschauen. Aber das Ganze kennen wir ja schon von der Forschungsbaumversion. Nun, ich finde diese Mechanik definitiv unfassbar cool. Vielleicht nicht unbedingt auf diesem Panzer, aber ich würde diese Mechanik unfassbar gerne öfter sehen. Vor allem auch gleich mal als Forschungsbaumversion, dass einfach eine Linie rauskommt, die diese verbesserte Panzerung hat, mit der man einfach etwas anfangen kann, mit der man spielen kann, mit der man vielleicht sogar in Turnieren einfach sogar sieht, wo einfach 7 Panzer gepusht kommen, die von einmal eine zusätzliche Panzerung anmachen. Ich würde es cool finden, aber was sehen, was wird. Nun, am Ende des Tages ist ein neuer Panzer, ist natürlich in den Kisten vorhanden, was bedeutet, wenn jemand ihn kaufen will, der muss erwarten, so einiges auszugeben, wer nicht. Der Panzer ist nichts unfassbar Neues oder was man unbedingt braucht. Es ist was Cooles, was man mal fahren kann, aber auch nichts auf Dauer. Nun ja, mein großes Fazit ist eigentlich, dass ich diese Mechanik unfassbar cool finde, aber wiederum auch finde, dass sie gerade hier bei diesem Jagdpanzer nicht unbedingt die beste Wahl ist. So, es würde unfassbar cool auf Heavy sein, auf Heavys, die man spielen kann und nicht irgendwelche Stufe 7 Panzer, wo die Stufe allgemein schon verseucht ist. Und es ist ein weiterer überflüssiger Panzer auf Stufe 8, wovon es schon mehr als genug gibt. Nun, das ist mein kleines Video zu dem Titan Charioteer. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da.
Und wir sehen uns tatsächlich wieder am 11. Dezember mit dem XM6XF, das neue Weihnachtsevent, das online geht mit dem neuen Schuppe 10 Panzer. Und auch dieser Panzer mag ein Jagdpanzer sein, aber irgendwie auch wiederum was komplett anderes. Und damit, bye bye.